Yo Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom 100% Guide hier in GTA San Andreas. Aber ich muss dazu sagen, heute ist es kein wirklicher 100% Guide, weil wir heute eine Mission machen, die man nicht braucht, um 100% in San Andreas zu schaffen. Heute machen wir nämlich die Einbrechermission, aber die bieten dafür ein echt wirklich geiles Feature und eine coole Belohnung. Um 8 Uhr kann es losgehen mit dem Einbrecher-Missionen. Und ich würde euch auch empfehlen, direkt um 8 Uhr zu starten. Weil ansonsten wird es ziemlich knapp. Wir wollen natürlich versuchen, alles hier in einer Nacht zu schaffen. $10.000 müssen wir dafür verdienen. Und die Häuser werden uns mit gelben Pfeilen symbolisiert. Achso, hier hinten ist die Tür aufgegangen, alles klar. Genau, ich würde sagen, wir gehen mal ins erste Haus rein. Und das haben wir schon hier. Sehr schön. Also den ersten Gegenstand, das war ja relativ easy peasy. Oha. Was ist das denn jetzt? Du bist entdeckt worden. Okay, warum waren jetzt dort Leute drin? Hier ist ja schon wieder einer. Aber ich schleiche ja, ich kann ja gar nichts dafür. Ich habe jetzt auch leider keine Waffen. Alter Schwede. Wieso sind hier überall jetzt Leute drin? Oder muss ich mir echt ein Haus suchen, wo nichts drin ist an Einwohnern? Das ist ja echt strange. Okay, also ich check das gerade hier nicht wirklich. Aber gut, wir probieren es einfach jetzt nochmal. Wieder raus. Und wieder rein? Nee, also hier sind tatsächlich viele Leute drin. Wir probieren es jetzt hier nochmal. Okay, hier ist jetzt keiner drin. Dann schauen wir mal herein. Wir nehmen am besten mal schon einen Fernseher mit oder irgendwas. Ja, das geht auch. Dann zum Van. Wir müssen mindestens 23 Gegenstände, glaube ich, finden. 3 haben wir ja schon. Ich gehe jetzt nochmal hier rein. Ah, das ist tatsächlich. Also warum man überhaupt in die Häuser reingehen kann, das wundert mich halt irgendwie. Jo, hier ist jetzt wieder der eine drin. Und hier ist wohl jetzt gar keiner, oder was? Nö. Ja, dann nehmen wir nochmal den Videorekorder hier mit. Also, Leute, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich jetzt hier irgendwas falsch mache. Aber eigentlich nicht, würde ich mal sagen. Komischerweise zählt auch mein Geld nicht mit, aber ich hoffe einfach mal, dass es am Ende dann gemacht wird. Okay, jetzt ist der Kassettenrekorder weg. Also entweder wir müssen uns direkt ein Haus suchen, wo niemand drin spawnt. Und dort alles ausrauben. Das kann natürlich sein. Wir haben aber unseren Van ziemlich beschissen, wenn ich das mal sagen darf, platziert. Aber okay, so. Gehen wir mal ins nächste Zimmer. Was haben wir hier alles? Die Mikrowelle? Nö, will er nicht. Sonst haben wir ja auch gar keine Gegenstände. Also es war nur der Fernseher für uns interessant. Boah. Und der Kassettenrekorder. Gut, dann gehen wir mal in das Zimmer hier rein.
Oh, hier schlafen die. Okay, noch eine Jukebox. Ja, also entweder wir müssen uns dann ein anderes Haus suchen einfach. Oder nochmal bei den anderen dann probieren. Vielleicht schlafen die ja dann. Vielleicht hängt es auch mit der Uhrzeit zusammen, dass die noch nicht geschlafen haben. Die Leute, das waren ja nun Jüngere. Okay, hier am Klo können wir nichts mitnehmen. Ah, jetzt mach doch mal die Tür zu. Hier können wir auch nichts mehr mitnehmen. Okay, das war's dann schon für das Haus. So, jetzt schauen wir nochmal in das hier drüben rein. Weg. Ballas. Die wollen wir... Ach. Nein, ich bin nicht zu dem Ballas. Okay, also in einer Nacht zu schaffen ist, glaube ich, relativ unmöglich, so wie wir das gerade machen. Ah, hier sieht's ganz gut aus. Und hier können wir auch noch sehr viel abräumen. Das heißt, ich fahre mein Van gleich mal vor. Weil sonst müssen wir ja Ewigkeiten laufen. So. Das war jetzt das Haus. Genau. Müssen dann nochmal in die Küche hier reingucken. Vielleicht gibt es da noch irgendwas Cooles. Aber hier scheint viel gutes Diebesgut zu sein. Obwohl ich auch hier den Van wieder komplett bescheuert platziert habe, warum auch immer. Naja, gut. So, den schönen Fernseher noch mit. Wobei, schön ist er nicht mehr, aber für damalige Verhältnisse war das ja noch Technik. Heute so ein schöner Flatscreen, obwohl das wäre auch wahrscheinlich ein bisschen blöder zu transportieren. So ein 60-Zoll-Gerät oder sowas. Okay, läuft doch hier. Aber schätz mal, in der Nacht werden wir ungefähr die Hälfte kriegen. Würde ich jetzt mal sagen. So, was gibt's hier jetzt noch? Hier gibt's gar nichts mehr. Die Mikrowelle konnten wir ja nicht mitnehmen. So, hier gibt es auch nichts mehr. Es ist aber cool, dass wir hier jeweils immer die Interiors angucken können, weil natürlich unterscheiden sich die anderen Wohnungen dann nicht. So, hier können wir gar nicht erst rein. Was haben wir hier noch? Hier schlafen die Leute. Hier haben wir auch ein schönes Gerät. Und hier drüben würde ich fast schon sagen, gar nichts mehr. Also nur diese Geräte, wie wir sie gesehen haben, können wir gaunern. Hilft uns auf jeden Fall dann weiter in den anderen Interiors. Ich würde auch sagen, ein Haus rauben wir noch aus. Das sollten wir von der Zeit her schaffen. Und dann gucken wir erstmal, wie viel Geld wir verdient haben. So, fallen lassen. Ich gucke gleich nochmal bei dem Haus. Jo, das sieht doch gleich gut aus. Oh, und der hat auch einen größeren Fernseher. Cool. Los, aufheben. Ja, wir schalten auf jeden Fall eine richtig geile Belohnung dadurch frei. Und ja gut, ich würde sagen, die brauchen wir im nächsten Guide schon teilweise, aber da spielt sie noch nicht so richtig mit rein, aber in einem Part wird sie sehr mit reinspielen. Aber das erfahrt ihr zum Schluss der Mission. Was das denn für eine Belohnung ist. Obwohl man das eigentlich bei dieser Mission überhaupt nicht erwartet. Weil es ist ja irgendwie so das komplette Gegenteil. Gut, noch eine Minute. Das schaffen wir noch, ins Schlafzimmer zu gehen. Hoffentlich.
Weil wenn wir dann entdeckt werden, ist die komplette Mission hin. Ja, aber das würde ich schon sagen, das schaffen wir. So. Obwohl, hier sind sogar noch zwei Geräte. Schaffen wir aber nicht mehr. Das zweite schaffen wir nicht mehr. Wobei ich eh denke, dass alle Geräte wieder spawnen, wenn wir die Mission dann am nächsten Tag nochmal machen. Gut, verlassen die Wohnung mit dem Diebesgut. Und die Sonne geht auch schon wieder auf. Und schnell weg von hier. Ja, ja. Ich bin auch schon fertig. Liefere das, was du bereits gestohlen hast, innerhalb der Zeit ab. 5 Minuten haben wir dafür Zeit. Ja gut, das schaffen wir ja locker. Aber ich würde euch auch empfehlen, die komplette Zeit auszunutzen. Boah. Die haben mich jetzt ein bisschen erschrocken. So. $3.000 haben wir. Oh Gott. 10.000 brauchen wir. Gut, man muss dazu sagen, ja, dass ich mich am Anfang jetzt nicht wie der beste Einbrecher verhalten habe, beziehungsweise ja auch völlig überrascht waren, dass da überhaupt Leute drin sind. Aber gut, Leute, ich würde sagen, ich skippe mal kurz den Tag und wir sehen uns heute Abend wieder. Bis gleich. So, und es ist wieder um 8 hier in San Andreas. Wir parken jetzt gleich mal so. Ich bin mal gespannt, ob jetzt immer noch die Leute drin sitzen. Ah, jetzt sieht es zumindest schon mal gut aus. Hier scheint man schon mal einen Glückstreffer gelandet zu haben in dem Haus. Da waren aber vorher die Ballers drin. Also, es wechselt sich schon immer durch. Ja, und jetzt auch schon wieder. Was zum Teufel. Ach, Mann. Okay, dann in dem Haus weiter. Ja, hier sieht es wieder gut aus. Okay. Es gibt aber auch noch einen kleinen Trick. Ich habe halt bloß leider keine Waffe. Aber wenn ihr alle Passanten in der Wohnung erschießt, dann könnt ihr da drin rumsprinten. So heißt es zumindest laut GTA-Wiki. Ist aber für mich jetzt nicht so wirklich eine Einbrechermission. Also mache ich irgendwie nicht. Also nur, dass ihr den Trick kennt, wie man das quasi noch ein bisschen schneller machen kann, aber ich will mich ja schon als Einbrecher fühlen auch. Ja, wir haben ja knapp drei... Ah, wieso? Kletterst du da aber hoch, CJ? Wir haben ja knapp 3000 eingesammelt. Wenn wir uns ganz gut anstellen, schaffen wir es ja vielleicht jetzt in der Nacht die 10.000 zu holen insgesamt. Finde ich natürlich ganz cool. Ich meine, wir starten auf jeden Fall schon mal wesentlich besser. Kennen jetzt auch die Interiors, wissen, wo die Hauptziele in den Wohnungen sind. Weil die Wohnung haben wir jetzt nämlich schon mal ausgeräumt. So, dann schaue ich gleich mal in die nächste rein. Eigentlich auch ein bisschen blöd von uns, dass wir das alles in der Grove Street machen. Bei unseren Homies. Aber, ich kann es halt leider nicht ändern. So, in die Wohnung mal reinschauen. Ja, sieht jetzt auch schlecht aus. Ach, Mist. So, dann fahren wir gleich mal hier vor. Zu der Wohnung, die war eigentlich ganz cool. Ja, ist sie auch hier. Und hier steht gleich Radio, hier stehen gleich drei Dinge. Sehr schön.
finde es halt nur ein bisschen doof, dass das Geld nicht schon jetzt angezeigt wird. Ich meine, gut, man kann es verstehen. Ich kann's ja, also CJ könnte ja jetzt nicht abschätzen, welchen Wert er hier gerade stiehlt. Selbst ich kann das jetzt nicht wirklich abschätzen, weil weiß jetzt nicht, was damals teurer war, ja, so ein Kassettenrekorder oder so ein Fernseher. Wertlich haben die sich bestimmt jetzt nicht so wirklich unterschätzt. Gut, so in der Küche war ja jetzt nichts, sondern nur noch dann im Schlafzimmer. Fühle ich mich auch gleich ein bisschen an Anfang versetzt von der Story, ey. Damals noch die Einbrechermission mit Ryder, dem Verräter, der nun schon lange, lange ins Gras gebissen hat. Lang, lang ist's her. So, hier haben wir noch einen schönen Fern... Ach nee, das war ja so ein, so eine Music Station. Aber damit hätten wir dann das Haus auch fertig. Die armen Leute, die tun mir richtig leid. Aber ich brauche die Belohnung. Es tut mir wirklich leid, Leute. Das kann ich nichts dran ändern. So. Ja. Super. Und hier haben wir auch einen großen Fernseher. Wir nehmen aber jetzt zuerst den Schallplattenspieler mit. Oh, das dürfte auch wieder dasselbe Haus sein wie bei der letzten, also wie in der gestrigen Nacht. Zumindest mit allem, was drin ist. So, Fernseher schnell hochheben, ein größeres Gerät auf alle Fälle. Boah, und ich hoffe so sehr, dass wir jetzt die 10.000 knacken, ey. Aber wir stehen uns so viel besser an, aber ich weiß halt nicht, ob das diese restlichen, ja, ich sag mal 1.500 rechtfertigt. Ich meine, so viel wie jetzt haben wir ja auch in der letzten Nacht gesammelt. Aber ich glaube, wir müssen wirklich noch eine Nacht machen. Wäre jetzt wirklich ärgerlich, wenn dort irgendwie 9.900 steht oder sowas. Da würde ich mich richtig ärgern, aber bei meinem Glück habe ich das sogar noch. So, wir werden jetzt mal direkt in das Rondell der Grove Street fahren. Weil da liegen ja auch die Häuser relativ eng an eng. Ja, heb das auf, CJ. Hallo? Wollte schon sagen. Okay, noch 3 Minuten haben wir. Na, mal gucken, ob wir noch ein Haus schaffen. So, schnell rausrennen jetzt. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. So, weiter geht's. Ja, hier ist noch eins. Das Haus hier nicht. Wir probieren gleich mal das. Nein! Weg. So, hier hinten sind noch welche. Ich
Es ist halt immer wieder lustig, dass die Leute auch davor sitzen, ne? So, dass sie sich ja denken, ja, na gut, da geht jetzt ja einfach mal in das Haus rein. Warum auch nicht? Und hier sieht's geil aus. Hier sieht's cool aus und das könnte... Ach, jetzt... Ja, jetzt... Dann raub halt den Fernseher aus. Es sind auch gleich 3 Gegenstände am Anfang. Wenn wir ganz viel Glück haben, schaffen wir die noch. Vielleicht noch ins Schlafzimmer, obwohl, naja, das könnte zu eng werden. Weil ich glaube nämlich auch, wenn man nach der Zeit noch in den Häusern ist, dann ist die Mission automatisch vorbei. CJ? Willst du jetzt nicht irgendwie mal was hochheben? Ja, jetzt. Ah, ich weiß nicht. Aber ich glaube, nee, wenn wir bei dem... Oder? Über 1 Minute haben wir noch. Aber wenn ich jetzt mal bedenke, ne, wie langsam CJ läuft. Ach komm, dann gehen wir nochmal schnell ins Schlafzimmer, wenn er den jetzt nicht aufheben will. Obwohl das auch wieder echt eng werden könnte. 1 Minute noch. Ah, ich mach's aber auch sehr spannend. So. Okay, gut, 40 Sekunden, das schaffen wir noch. Aber dann müssen wir auch ganz schnell weg von hier. Ja, los, lauf. Okay. Gut. Ab zur Garage und checken, wie viel wir an Wert diese Nacht geklaut haben. Ja, gut, ich bin jetzt natürlich vollkommen falsch gefahren, aber gut. Es ist heller Tag, ja. Nicht der ideale Zeit für Einbrecher. Ich weiß. Ist ja nicht meine erste Nacht. Oh, ja, das Teil sollte natürlich jetzt nicht aus der Kurve rausfliegen. So, und ich habe natürlich die 10.000 nicht, oder? Nein. ...4.500, das heißt... Ja. 7.700. Also müssen wir jetzt noch eine Nacht machen, wie zu erwarten. Dann sehen wir uns in der dritten und letzten Nacht, Leute. Bis gleich. Okay, Leute, willkommen hier zurück bei den Einbrechermissionen. Shit. Aber ich glaube, das Haus war's, ne? Das müsste, glaube ich, gewesen sein. Hoffentlich. Ja, war es auch? Sehr schön. Ich würde jetzt aber sagen, wir machen jetzt nur 3 oder 4 Häuser. Ja, 3 Häuser machen wir. Oder 4 Häuser. Ja, wir machen 4 Häuser. Und dann bringen wir das Zeug so zurück. Ohne, dass wir jetzt die komplette Nacht nochmal machen. Ich glaube, das würde auch jetzt den Rahmen sprengen. Meine Mission ist ja jetzt nun wirklich nicht die Mission mit der meisten Action. Aber ich finde halt sowas ganz cool eigentlich, was hier Rockstar eingebaut hat. Also in dem Spiel haben sie echt so viel eingebaut, um den Spieler noch zusätzliche Stunden zu beschäftigen und sowas finde ich eigentlich immer ganz cool. Und vor allem noch, wenn man tolle Belohnungen, so wie in dem Fall halt, dafür erhält. Das lohnt sich halt schon. Kann man auf jeden Fall so sagen. Aber ich frage mich halt wirklich, wie man das in einer Nacht schaffen will. Also da muss man ja wirklich die Leute abknallen. Also ich finde, 3 Nächte sind schon realistisch. Wenn ihr das selber machen wollt, plant euch schon 3 Nächte ein. Ihr könnt ja dann immer wieder, so wie ich es mache, abspeichern. Einfach 2-mal abspeichern, dann vergehen 12 Stunden und dann ist es schon wieder, ja, circa um 7.
Dann steigt er schnell die Karre ein und dann kann es auch schon wieder weitergehen. Okay, dann haben wir jetzt hier alles soweit ausgeraubt. Jetzt muss ich nochmal schauen, wo das nächste Haus war. So, da können wir schon mal rausrennen. War das das hier? Ja, das sieht doch gleich ganz gut aus. So, ein Schallplattenspieler her. Es wiederholt sich halt leider alles, auch die Innenräume sind immer die gleichen. Aber ich denke, bei so einem alten Spiel haben die doch hier schon ganz schön was draus gemacht. Aber mein Abschlussreview bzw. meine Bewertung zu dem Game kommt natürlich dann am Schluss vom LP. Aber ihr könnt euch ja wahrscheinlich schon denken, wie sie ausfallen wird. Das ist jetzt, denke ich mal, keine Überraschung. Gut, den Fernseher haben wir auch. Dann nochmal ins Schlafzimmer. Hier waren es, glaube ich, sogar zwei Gegenstände, oder? Einmal den Fernseher und einmal noch diese Musikbox. So, den Fernseher haben wir hier und die Musikbox dort drüben, genau. Gut. Oder machen wir nochmal das vierte Haus mit gleich? Nur um sicher zu gehen? Ja, ich würde schon sagen. Auf die 2 Minuten kommt es dann auch nicht mal drauf an, aber da sind wir sicher. So, die Musikbox noch. Und dann, glaube ich, auf der Straße, ne, war noch direkt das andere. Also auf der Straßenseite, wo ich gerade bin. Aber das werden wir gleich sehen. Oh. Irgendwie visiert da diese Teile nicht an so richtig. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. So, noch ganz schnell raus. Okay. Dann, wo war das andere? War das gleich hier? Ne, das war ein Ballas, oder? Ja, Ballas ohne Hände. Dann war es doch schon weiter vorne in der Grove. Aber das hier war es ja jetzt auch nicht, weil da war, glaube ich, ein Mann drin. Ja. Dann probieren wir jetzt schnell noch das andere. Aber wir haben doch, glaube ich, 4 Häuser ausgeräumt, oder? Täusche ich mich jetzt komplett. So, schön auf den Hydranten geparkt, damit die Ware auch ordentlich nass wird. Gut, ja, hier haben wir jetzt nochmal 4 Gegenstände. Na, wo er wieder einen nicht anvisiert. Ah, es ist doch sinnlos. Aber ich muss dann echt nochmal zurückfahren. Also ein Haus haben wir definitiv vergessen. Irgendwie komme ich mir auch gerade schlechter vor als in den anderen. Oder als in der gestrigen Nacht. Oh, was? Nein! Nein! Was zum Teufel? Was war das, weil ich auf dem Hydranten geparkt habe? Oh nein, Leute. Ja gut, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt zum Abschluss von der Einbrechermission wieder. Bis später.
So Leute, was war das bitte für ein Fail? Also, boah, also das war wirklich so unnötig, aber gut, was soll's. Ich habe jetzt nochmal, ja eigentlich genau wie in der letzten Nacht, so viele Häuser ausgeraubt. Nur um sicher zu gehen, dass wir die Mission auch jetzt geschafft haben. Ich meine, wir hatten jetzt in den vergangenen zwei Nächten 7800. Jetzt müssten wir ungefähr nochmal so 4000 gemacht haben. Also eigentlich sollten wir jetzt die 10.000, die wir brauchen, locker zusammen haben. Und ich weiß gar nicht, ob jetzt direkt eine Meldung darüber erscheint. Oder vielleicht sogar was freischalten direkt. Werden wir jetzt sehen. Ja, Langfinger freigeschaltet. Verdiene 10.000 in Einbrechermissionen. Sehr schön. Und nicht nur, dass wir jetzt 3.000 Dollar verdient haben. Wir haben auch unendlich Sprinten freigeschaltet. Das heißt, wir können jetzt hier so schön Richtung Grove Street einfach mal schön lang sprinten. Und das ist nämlich vor allem für die Triathlon-Mission wichtig, die wir ja bald machen. Wie gesagt, fragt mich nicht, warum wir jetzt bei so einer Schleichmission die Kondition komplettiert haben, aber tja, mir egal. Ist auf jeden Fall ein cooles Feature und damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder vom 100% Guide hier in GTA San Andreas. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es vielleicht ein bisschen langweilig war, aber egal. Das macht ja nichts eigentlich, ne? Gut, alles klar, Leute. Macht's gut, ciao.